Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid und so weiter und so fort. Wir haben jetzt ganz schön was an Meteorgestein in unserem Inventar. Und wie ich sehe, auch ganz schön viele andere Sachen. Hatten wir eine Kistenkiste? Da ist die Kistenkiste. Sollte immer irgendwie ein bisschen was wegstapeln. Wir haben auch noch eine. Ich tue die Kräuterpackungen erstmal hier rein, mal sehen. Die werden wir dann, sobald wir ein Gewächshaus haben, aufmachen. Dann schaue ich mal, ob wir da was einlagern können. Puh, ganz schön viel Zeug. Was sind das eigentlich? Obelisk. Wird denn ein Obelisk machen? Bestimmt obelisieren. Nee. Okay. Schlechter Witz. So, Baumaterialien, wo habe ich das? Da. Schnellstapel weg. Kann ich da noch was reinwerfen? Plattform brauchen wir. Flinkheitstrank brauchen wir. Ente ist da, das können wir verkaufen. Flaschen. Flaschen kommen mit hier rein, weil die sind ja sehr wichtig für Tränke und so. Das kommt noch mit hier rein und Schnürsenkelkappe. Brauchen wir das? Momentan noch nicht. Aber ich glaube, bald. Bald brauchen wir das. Oh, ich habe zweimal gefunden. Weil da kann man nämlich irgendwas draus bauen, aber fragt mich jetzt mal, was man da draus bauen kann. Keine Ahnung. So, na dann, gucken wir mal, ob wir uns hier was Schönes bauen können. So. Moin Colin, gut geschlafen oder was? Sollte vielleicht, obwohl ich glaube, ich frage vorsichtshalber aber nochmal Colin, ich bin mir nicht sicher, ob ich direkt aus dem Erz was herstellen kann. Meteorit Brick. Huh, das sieht ja cool aus. Hab ich Stein? Ich habe keinen rohen Stein. Ich brauche dazu rohen Stein. Gut, dann verbaue ich nicht alles. Das will ich auf jeden Fall testen. Obwohl ich verbaue vielleicht doch erst mal. Ja, warte. Ganz, ganz kurz. Das interessiert mich jetzt zu sehr, als dass ich das vollkommen ignorieren könnte. Wir haben noch Steinblock. Da will ich mal sehen, was man da so alles machen kann damit. So. Colin? Erzähle mir, was weißt du darüber? Ha! Tatsächlich? Was ist das denn? Meteorit? Möbel! Wie geil! Oha! Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Spiel. Du hast eindeutig zu viele Items. Ah, Gott. Gleich mal einen Schluck getrunken da drauf. Tja. Krass. Ich werde, das wird ja noch mehr, es wird noch mehr Meteoriten regnen. Das könnt ihr euch drauf verlassen. Und wir brauchen erstmal den Rest von dieser Rüstung. Wir haben Helm und wir haben das. Weil wenn wir diese Rüstung vollständig haben, können wir damit nämlich unendlich Piu 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 machen. Und das ist schon sehr wichtig. Ich mache mal die Kiste mit auf. Da können wir dann nämlich gleich noch mehr herstellen. Pass mal auf. Laserschwert. Ein grünes. 21. 22. Schnell. Schnell. Ha, ich glaube, Laserschwert ist trotzdem besser als das. Ich meine, es ist ein Laserschwert. Tja, okay. Dann baue ich mir mal schnell noch das. Und die Hosen. Und so ein Laserschwert. Genau. Okay, was ist es denn für ein Laserschwert? Nein, das ist ein schlechtes Laserschwert geworden. Warum? Meine schönen Diamanten. Spiel, du bist gemein zu uns. Geh eh mein. Wo ist denn jetzt hier?
brauchen wir noch ein paar mehr. Und jetzt, ja, okay. Das Grüne heben wir uns auf, das können wir später mal verbessern, vielleicht, wenn ich dann mal ein paar Höhlenforschertränke mache und mir mal erstmal so richtig anfangen zu graben und zu buddeln, dann finden wir ja auch wieder Zeug. Bis es soweit ist, na gut, dann machen wir das später. Okay, dann rüsten wir das mal aus. So, wie sieht denn das jetzt eigentlich? Ich muss gleich mal testen, wie das überhaupt aussieht. Ha. Der Helm ist lustig, aber ich möchte doch lieber mein Gesicht sehen. Ja, schade, schade, schade. Was wir noch testen können, wenn man nämlich Eisenbahn hat. Ich frage mal kurz Colin. Ich glaube, man braucht immer Eisenbahnen, um verschiedene Truhen herzustellen. Eine Glastruhe könnten wir zum Beispiel machen. Honigtruhe. Steampunk können wir nicht machen. Kaktustruhe. Pumpkin-Truhe. Flash-Chest. Flash-Block haben wir, glaube ich. Das werde ich mal tun. Ein paar neue Truhen bauen. Damit wir dann... Oh, das war eins zu viel. Damit wir dann langsam mal anfangen können, hier ein bisschen was einzusortieren. Da baue ich jetzt mal noch ein paar Truhen. Wir brauchen dazu Glas. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen das. Vielleicht brauchen wir das, keine Ahnung. Das. Jetzt sowas wie... Ah, Kaktus wird nicht ganz reichen. Schade. Schade, behade. Ist hier noch was drin? Okay, nichts, was uns gerade erstmal was bringt. Schau mal. Da kann man auf jeden Fall ein paar Truhen bauen. Eine Shadowwood Chest. Bitte. Da können wir fast gleich drei bauen. Und dann möchte ich noch Boreal. Auch drei. Bin ich gerade blind? Ach, wir können bestimmt diese Glastruhe-Teilchen-Dingens nur am Glasofen bauen. Können wir eigentlich irgendwo diesen Fleischblock herstellen? Ich habe gerade zu viele Items mit. Man hat keinen Überblick. Okay. Ja, theoretisch kann ich das da draus herstellen. Warum dann jetzt noch nicht? Brauche ich dazu irgendwas Bestimmtes? Bestimmt. Ich brauche bestimmt irgendeine merkwürdige Maschine dazu. Ein Reiswolf oder Fleischinator oder... Hast die Welt nicht gesehen. Irgendwas dazu brauche ich. So ein typisches Item dafür. Und das, glaube ich, das haben wir leider auch noch nicht. Ich wüsste zumindest nicht, wo... Nee, sieht nicht so aus. Sieht alles nicht so aus. Na, okay. Dann mache ich erstmal ja noch ein paar Stufen hin. So, kommt hier jetzt das Boreal-Kisten-Abteil hin und hier das Shadowwood. Noch ein paar Fackeln. Dazwischen muss er alles seine Ordnung haben. So, sieht das schon besser aus. Das Einsortieren werde ich aber mal machen, wenn ihr vielleicht nicht hinschaut. Weil ist ja jetzt nicht so mega spannend, würde ich sagen.
Und es könnte eine Weile dauern, aber das werde ich mal mitmachen. Das hauen wir gleich mal mit hier rein. Wir müssen ja dann eh sortieren. Goldrüstung, die können wir dann das Crimson durch vielleicht noch aufbewahren. Ja, na der Rest, tja, das kommt noch mit hier rein. Das kommt wieder mit hier rein, das kommt auch hier rein, das ist keine Ahnung, das kann man auch erstmal wieder hier rein tun, das kann man auch hier rein tun, das kann man auch hier rein tun. Mal verschließen, damit wir das Zeug nicht irgendwie komisch irgendwo hinwerfen. Und den Rest gehe ich verkaufen und das hänge ich noch unten mit zum vorgelagerten Schützpunkt. Erstmal das Laserschwert austesten. Ja, und ja, seht, keine Mana geht mehr weg. Wir können damit jetzt schießen, wie wir wollen. Und das ist schon ziemlich cool. Ziemlich cool. Cool. So, dem wollte ich das jetzt noch irgendwo hier hinmachen. Wo baust du das denn hin? Schwerter über... Nee, eigentlich nicht, oder? Fisch. Über den Kamin hätte es gepasst. Da steht aber das Bierfass. Was ja prinzipiell auch sehr wichtig ist. Da so hin. Da so hin. Ja, machen wir es da so hin. Stimmt. Und wir wollten ja eigentlich Schachten. Und das Schachten hat aber leider nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Leider. Ach ja, ich vergaß. Und Zombie gleich mal testen. Hehe. Das Gute ist, es trifft alle. Alle gut und ist schnell und fetzt. So. Was wir brauchen ist auf jeden Fall. Habe ich das Holz auch abgelegt? Ja, wir brauchen noch das Holz. Ist eigentlich da. Ach, der Händler, der hat sich da unten versteckt. Normales Holz und Eisen. Hier, du kannst jetzt das haben und die Schurigen, die brauchen nämlich niemanden. Flinkheitstrank, den hebe ich mal auf. Kann mal passieren, dass wir den irgendwann nochmal brauchen. Wir haben auch nicht mehr viele Heiltränke, Freunde. Wir haben nicht mehr viele Heiltränke. Muss man dann bestimmt auch mal ein paar herstellen. Kann aber auch sein, dass ich glorreich die abgelegt habe. Ja, hab ich irgendwie abgelegt. Ich glaube, wir brauchen die Pilze aus dem Pilzbiom, damit wir bessere Heiltränke herstellen können. Das kann man aber später mal probieren. Kann dann höchstens noch mal kurz Colin fragen. Moin Colin, erzähle mir. Ja. Ja, da brauchen wir glühender Pilz. Aber kein Stress, den bekommen wir ja weiter unten in der Erde dann später. Wenn wir denn da mal irgendwann ankommen, ne? Wir haben aber echt nicht mehr viel Eisenerz, leider. Aber es müsste theoretisch für einmal Schiene reichen. Tanks sind wieder auch lustig aus. Ja, da. Ach, man kann ja recht viel damit bauen sogar. Oh, das muss erstmal das reicht eine ganze Weile, das reicht eine ganze Weile. Und abwärts. Da kann man nämlich jetzt von unserer Station aus darüber sowas bauen. Achso, das müssen wir natürlich wegmachen. Sonst ist das Mist. Das natürlich auch. Wir brauchen diesen Zeug, das Seil ja dann nicht mehr. Okay, dann baue ich das mal weiter rüber. Jetzt muss ich mir nur genau überlegen, wie ich das dann mache. Gut ist, man kann ja gleich vom seinen Kornen ausbauen. Ach, die Zombies. Die haben es auch nicht einfach.
Diese ganzen Türen, die immer dagegen hauen müssen. Ist natürlich auch nicht einfach. So, schön ein bisschen Platz machen, damit wir da auch vorbeikommen. So. Ha. So. Na, das. So. Ich denke, so sieht gut aus. Jetzt fahren wir dann so hier rein und dann geht's da hinten schön. Schön in den Schacht runter irgendwie. So habe ich mir das vorgestellt. Noch das Stein ausrüsten. Ah. Das da unten, das brauchen wir dann theoretisch nicht mehr. Ich würde das prinzipiell gerne sogar alles aus Stein bauen. Muss ich mal sehen, wie ich das mache. Und dann von dort aus hinten, da wo das Seil schon hängt. Da können wir dann auf jeden Fall. Können wir dann auf jeden Fall. Das mal hier weg, das brauchen wir alles nicht. Alles Müll. All der Schacht hier. Da mache ich das dann auch weg. So ein bisschen. Also das andere kann ich später wegmachen. So. Und dann gibt's. Genau. Hier nach oben dann erstmal schön. Schön zu. Am besten doppelt. Doppelt hält besser. Fürs Auge. So. Okay. Das sieht schon mal ganz gut aus soweit. So, wie machen wir denn das jetzt hier? Also so sieht das eigentlich schon ganz gut aus als Schacht. Böser Wurm, komm her. Haha. Gut, wenn man sauber hat, der durch die Erde geht. Genau. So, fahren wir mal schön nach unten weiter. Ha. Schade, dass er nach unten immer nur zwei Felder frei macht. Ich sollte vielleicht mal meinen Bergarbeiterhelm anziehen. So wie das schön vorbildlich ist, ne? Ha, da ist Wasser. Ich hoffe, da kommen wir jetzt nicht durch. Wäre ungünstig. Ich überlege gerade, was wäre denn dann eigentlich die nächstbeste Spitzhacke? Ich glaube, Höllenbohrer. Spitzhacke wäre dann die nächstbeste. Wenn ich nicht alles täuscht. Lalala, da geht es fein nach unten. Da buddeln wir noch weiter und finden noch mehr Erze. In diesen schönen. Mir fällt nichts drauf ein, was ich reim, verdammt. Oh, was ist das denn? Schauen wir uns das nochmal an. Vielleicht können wir ja irgendwas Tolles finden. Oder ist es einfach nur so ein Raum? Eine Höhle. Da sind noch mehr Amethysten. Wir haben zwar schon ein Amethyst-Laserschwert, aber allgemeine Edelsteine sollte man immer mitnehmen, wo geht, weil da lassen sich auch so ganz coole Sachen draus bauen. Eine große Höhle. Also, na gut, so groß ist sie nicht. Schau mal eine Fackel hin. Wissen wir, dass wir da schon mal waren, ne? So, okay. Machen wir es auch mal weiter nach unten. Wir brauchen ja außerdem noch Pilze. Das heißt, wir müssen irgendwo auch uns drum kümmern, dass wir noch so ein Pilzbiom finden. Hier
ist ein bisschen Wasser. Das lasse ich vielleicht vorsichtshalber mal ab. Oh, ein Herz zufällig gefunden. Na schön. Schöne, schöne Sache. Oh, ist ganz schön viel Wasser. Hüpf. Ist schön, dass dieser Haken so weit geht. Lebenskristall, komm zu mir. Und schon sind wir stärker und besser als zuvor. Ich wollte das Wasser ablassen. Wow. Ja, ist ein ganz Stück größer. Sind wir etwa im Verderbtheitsgebiet? Weiß ich nicht. Erstmal Wasser ablassen. So. Ich hoffe nur, das hier kommt uns dann auch nicht in die Quere. Ich denke nicht. Aber halt. Ist noch nicht alles weg. Jetzt. Jetzt sollten wir gut durchkommen. Stehe ich so richtig? Ich glaube schon. Ja. Ich hätte gerne eine Anzeige, die uns zeigt, wie tief wir denn schon sind. Oh, es könnte knapp werden mit dem Wasser. Ich hoffe, wir tun es maximal leicht tangieren. Dup, dup, dup. Ich muss sagen, ist eine... Oh, da ist ja noch eine Höhle. Vielleicht können wir das Wasser einfach gleich durchfließen lassen und es dann da reinschicken. Huch. Hehe. Okay. Sieht so aus, als ob wir das gleich hier reinfließen lassen könnten. Das, was uns notfalls treffen sollte. Dann machen wir einfach so und dann haben wir damit keinen Stress, hoffe ich. Genau. Achso, jetzt müssen wir halt bloß warten. Aber wenn ich jetzt weiter buddel, füllt sich ja trotzdem wieder bei uns rein. Können wir uns gleich mal ein bisschen waschen. Ein bisschen schauern. Ja, lala, noch ein Wasserfall. Ein bisschen waschen. Lalalala. Hui. Oh, erstmal Haare durchspülen, dass die wieder seitlich glänzend werden. Ah. Das Herz freut sich auch schon ziemlich drüber. Oh, Schleim! Haha. Weggeballert, bevor er nach unten kam. Achso, stimmt, wir haben den Helm ja nicht auf. Da können wir ja nicht unendlich schießen. Aber wir können trotzdem viel schießen. Sieht so schön aus, wie das so grün leuchtet, oder? Ja, ich muss sagen, das Piu Piu fetzt mit der Wegen. Und man fetzt auch mit der Flare-Kanone irgendwo hinzuschießen. Hey, ob das jetzt eigentlich wieder auf uns runterfällt? Also ich sag mal so, der Plan an sich war nicht schlecht mit dem Wasser. So ganz gezündet hat es leider noch nicht. Okay, da mache ich einfach mal so. Eine kleine Aushöhlung, sehr gut. Können wir gleich wieder ein bisschen Luft holen. Noch etwas weiter buddeln und wenn wir Glück haben, müsste das dann schon reichen. Naja, ganz gereicht hat es noch nicht, das ist leider schade. Schieß mal ja eine Flare hin, damit wir das dann auch von weiter oben noch sehen, ob das nun gereicht hat oder nicht. Mache ich einfach so. Denn wenn ich das hier unten weiter abbaue, dann sinkt das theoretisch da oben auch. Theoretisch. Oder ich lasse es gleich da unten hinfließen. Aber ich muss erstmal Luft holen. Okay, nochmal. Könnte natürlich auch ein Pumpsystem bauen, aber ja, es sollte so funktionieren. Sag mal, sinkt das Wasser da oben auch wirklich? Sieht, obwohl, doch ein bisschen, glaube ich. Mal wieder ein bisschen Luft holen hier. So. Haben halt noch keine verbesserten Sauerstofftanks wie bei Subnautica, ne? So, Wasser fließt.
Alles klar, die Qualle freut sich. Wir gehen mal lieber weg, falls sie sich anders überlegt und uns beißen will. Oder anquallen. Quallen sind da manchmal mistisch. So, schon haben wir das Wasserproblem gelöst, hoffe ich doch. Und es geht weiter, weiter nach unten geht es hier. Denn nach unten gibt es vermutlich Bier und das in riesengroßen Mengen. Da werde ich alles versengen und es trinken. Wie es... Ha, Multitasking. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Mir fehlt noch das Vokabular, um immer die guten Reime zu finden. Aber ist vielleicht ganz gut, weil sonst reime ich euch ja die ganze Zeit was vor hier. Sobald ich monotone Arbeiten verrichte im Let's Play, werde ich reimen. Und das muss verhindert werden, schätze ich. Es wäre ja total verrückt, die ganze Zeit zu reimen. was natürlich jetzt mein nächster Plan erstmal ist, glaube ich. Wir haben schon ganz schön was geschafft, muss ich sagen, ne? Und da wir ja so viel geschafft haben, muss ich erstmal wieder hoch, glaube ich. Damit wir hier dann unsere dritte Reihe noch bauen. Also ich möchte es keine, nicht nur zwei Teile breit lassen. Ich möchte es doch ganz gern. Ach, mal, können wir einfach so machen? Nee, kann man nicht. Aber wir können, nee, kann man auch nicht. Ich sollte vielleicht lieber die Klettersachen ausrüsten, weil ansonsten gefährlich. Weil da können wir notfall noch machen. Da fallen wir nicht ganz runter. Und schon sind wir oben und wir müssen das Seil noch nachlegen. Aber das mache ich später. Schade ist natürlich, dass wir immer noch keinen Spiegel gefunden haben. Können wir wieder da hochfahren. Huch, das können wir noch abbauen. Und vielleicht lasse ich den Rest so dort. Ach ja. Vielleicht muss ich das irgendwann nochmal ändern mit der Tür. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ist es überhaupt eine geeignete Behausung? Ich weiß es gar nicht. Können wir mal kurz testen, ob der hier einziehen will, der Typ. Ja, es ist eine geeignete Behausung. Okay. Wenn dem so ist, dann kann der Sprengmeister dort auch dann einziehen. Und den alten Sack lassen wir aber mal hier oben, weil den können wir da unten nicht überleben lassen. Da kommt er da nicht zurecht, denke ich mal. Cool. Das nächste Mal geht's noch weiter. Das nächste Mal finden wir noch mehr Erze und... Ich glaube, das nächste Mal können wir uns erstmal an das Gehirn machen, weil ich denke, das müssten wir nur definitiv schaffen, dass wir das nur endlich mal... Ja. Kaputt hauen. Ja. Aber ansonsten lief ja alles soweit ganz gut, ne? Haben neue Sachen rausgefunden, ein paar schöne Truhen. Die werde ich dann demnächst mal noch ein bisschen um- und einsortieren, je nachdem, ne? Wie es passt und ich Lust habe. Aber ansonsten, schönes Wochenende noch euch und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Let's Play Terraria. Macht's gut, Leute.